Hallo, liebe Aufrufer, hier ist eine wunderbare kleine Kurzsendung zum Thema Schlagermusik im Internet. Und zwar habe ich hier einen Kanal, der heißt Dietmar Möfs. Ich tituliere ihn Lichtgeschwindigkeit und hier werden die Videos gezählt von YouTube. In ganz seltsamer Weise, ich glaube, das hat niemand unter Kontrolle, denn da gibt es die Kanalzählung und dann gibt es die Videoszählung. Bei der Kanalzählung habe ich eine andere Zahlenangabe, nämlich im Moment 1519. Bei der Videoszählung habe ich 1517. Hier. Aber in Wirklichkeit habe ich in meinem Archiv eigene Videos und mehr kann ich ja nicht hochgeladen haben. 1400 und irgendwas, habe ich jetzt vergessen, das ist im Titel dieses Videos angegeben. Und dann habe ich, um mal irgendwie eine Wiederfindordnung zu haben, mich an die offizielle YouTube-Zählung angepasst. Dann plötzlich finden aber bei Videos YouTube wiederum andere Zählzahlen statt als bei den Kanalzählungen. Wie das kommt, weiß ich nicht. Ich finde das auch nicht wichtig, diese Zählerei und dieses Dislike und so viele User und so, das stimmt sowieso nicht. Ich weiß das aus meinem Alltagskontrollen, das stimmt nicht genau, es wird irgendwas daran sein. Insofern ist das nicht wichtig, aber ich werde jetzt, da diese Abweichereien immer wieder schwanken, werde ich jetzt doch meine eigene Videozählung bringen und danach habe ich noch nicht 1500 Videos. Das bedeutet auch mir nichts mehr, als dieses, was ich jetzt gesagt habe, also die Zählung, die ich in Zukunft hier anschlage, ist die meiner Videos, egal was YouTube da schreibt, denn man verliert wirklich die Möglichkeit, ein Video wiederzufinden, wenn man sagt, das Video Nummer 1501 plus Kirkaborough, also der australische Nationalheld hier, wunderbarer Vogel, meine Collage, ja. Das ist nicht Marina Weißband, die ich hier vorstellen wollte. Die Taz von heute, 18. November, hat also der angeblichen Pressesprecherin der Piratenpartei einen großen Artikel gewidmet. Und wir haben sozusagen Home Story gemacht. Das hätte man besser machen können, denn tatsächlich zu Politik oder irgendwas wird da fast gar nichts gesagt, aber es ist so ganz nett, wir unter uns, junge Leuten, die Piraten sind da irgendwie jetzt angesagt und dann macht man solche, na wo ist sie denn jetzt? Also gut, es ist eine junge 24-jährige Frau, die angeblich genial ist und das wollen wir ja auch hoffen. Leider ist von der Genialität in diesem ganzen Artikel kein einziger Beweis erbracht worden. Es ist keine geniale Frage gestellt worden, das sind aber auch nicht ungefragt geniale Sachen. Oh, das finde ich jetzt aber wirklich hart. Was ist denn das? Aber ich habe es ja gehabt, da ist nicht aufgeben. Insofern ist es also so, dass die Piraten vielleicht gar keine Skandälchen machen müssen, um in den Medien zu sein, weil die Medien ja selber lieber über eine hübsche junge Piratin was berichten, als sich irgendwas auszudenken, was dann auf die Dauer, nämlich mangels Substanz, ja auch unlesbar wird und langweilig. Ist ja wirklich hammermäßig. Ich habe mir wirklich die Zeit genommen, das ganze Ding durchzulesen, weil ich irgendwie die Hoffnung hatte, es steht was Vernünftiges drin. Tja. Also, das ist doch so eindrucksvoll, so ein großer Artikel. Gut, dann nehme ich stattdessen hier die Grünen. Man muss sich mal die Frauenquote angucken, und zwar die Quote gemessen an herunterhängenden Mundwinkeln, wie furchtbar die aussehen. Kann man ja nicht wählen, Leute, die so furchtbar aussehen.
Oh nein, es kann einem fast leid tun. Also das sind hier sozusagen die grünen Realos von Berlin, die jetzt die zerbrechende fundamentalistische grüne Partei, also mit anderen Worten, ein großer Teil der Berliner Piraten sind eigentlich, der Berliner Grünen sind eigentlich Piraten. Und das macht den grünen Realpolitikern, die sich im Grunde genommen mit Wobereit verwechselbar gemacht haben, macht denen Probleme. Also ich kann das überhaupt wirklich, ich akzeptiere das nicht, dass ich das hier nicht finde. Es gibt es doch gar nicht. Also, hier ist es. Hier ist es. Also, Piratin auf einem U-Boot fotografiert. Sie ist ja jetzt als Pressepiratin natürlich auch mit der Aufgabe beschäftigt, wie kann man Piratenpolitik ins Bild setzen. Und da hat man alles von Schiff, Entern und ich weiß nicht was, Floßfahren hat man schon durch. Sie steht jetzt also hier an einem U-Boot oder was das ist. Auf dem U-Boot des Künstlers Uli Pitsch in Münster. Aha. Und es hat gemacht den Artikel Susanne Messmer, aha, Frauenquote. Und wie gesagt, ich habe schon mehr darüber gesagt, als man sagen kann. Bedauerlicherweise ist das hier nicht gelungen, hier vernünftige, weder nach innen noch nach außen Ansagen zu machen, was eigentlich Aufgabe der Pressesprecherin wäre. Hier ist weiter nichts passiert, als die Personalie der Pressesprecherin selber nach vorne zu bringen. Dafür, dass die vielleicht nächste Woche schon rausgeschmissen wird, ist das ein bisschen viel der Güte, denn Leistung hat sie bis jetzt noch nicht gebracht. Aber wenn sie nett ist, ist ja auch gut. Und insofern dann, schönen Dank für den Aufruf hier, 1400 irgendwas Videos.